Muss die GmbH in das, ich kürze ab, Handelsregister, HR-Handelsregister eingetragen werden? Nun, die kurze Antwort auf diese Frage lautet ganz klar ja. Aber wenn in der mündlichen Prüfung der Prüfer das fragt, dann sagen wir nicht einfach nur ja, sondern wir nutzen die Gelegenheit, unser Wissen unterzubringen. Was ist unser Wissen? Einmal ist die Eintragung, ja, eingetragen ist also dann die Eintragung. Die Eintragung ist konstitutiv. Die Eintragung ist also, anderes Wort, rechtsbegründend. Durch die Eintragung wird eine Rechtstatsache geschaffen. In dem Fall ist es der Geburtsakt der GmbH. Das Gegenteil von rechtsbegründen ist rechtsbekundend. Da wird nur etwas bekannt gemacht, was sowieso schon Rechtstatbestand ist. Hier ist es anders. Die Eintragung ist die Tatsache, die die GmbH GmbH werden lässt. So, das ist das, was man hier erläutert noch sagen kann. Und dann kann man noch hier sagen, ja, und zwar in Abteilung B. Und dann könnte man noch ergänzen, denn in Abteilung B stehen ja die Kapitalgesellschaften. Und in Abteilung A, raten Sie mal, da stehen die Personengesellschaften. Ja, das sind alles Dinge, die man aus einer so kleinen, harmlosen Frage machen kann, wenn man das Hintergrundwissen hat. Sie muss eingetragen werden, die Eintragung ist sogar entscheidend, denn ohne das ist die GmbH keine GmbH. Da ist sie eine GmbH-IG in Gründung, aber keine richtige GmbH. Das heißt, auch die Haftungsbegrenzung auf das Gesellschaftsvermögen der GmbH gilt im Prinzip erst mit der Eintragung. Ab dann ist die GmbH GmbH. Ja, hat also weitreichende Folgen, diese Eintragung. Und die Eintragung erfolgt in Abteilung B des Handelsregisters. Jetzt fragt der Prüfer, wo ist denn das Handelsregister? Dann schreiben wir, das ist beim Amtsgericht. Ja, das Handelsregister ist beim Amtsgericht. In Abteilung B fragt der Prüfer, was steht denn in Abteilung A? Da sagen wir, in Abteilung B stehen die Kapitalgesellschaften, in Abteilung A stehen die Personengesellschaften. Okay, im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.